Zum siebten Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human. In der letzten Folge hat sich einiges Ereignisreiches zugetragen. Marcus und Kara sind zu Abweichlern geworden und Connor wurde durch einen anderen Androiden erschossen, gerichtet. Wir sind zumindest ein Stück weit dem Rätsel ein wenig näher gekommen, was RA9 zu bieten hat. Und ich habe noch keine wirklich gute Idee, wer sich dahinter verstecken könnte. Es hat freilich und höchstwahrscheinlich etwas mit den Versionsnummern zu tun. Aber genaueres kann ich dazu noch nicht sagen. So. Wir steigen hier wieder mit Kara ein, nachdem sie geflohen ist. Und wir sollen eine Unterkunft für die Nacht finden. Können wir dem Hotel probieren? Ja, natürlich werden wir jetzt in ein Hotel gehen. Nichts liegt näher als das. Okay. Der Laden ist geschlossen. Da drüben haben wir eine Möglichkeit. Da können wir in das Haus gehen. Und was ist da? Noch eine andere Möglichkeit. Okay. Was ist das? Ach, große Güte. Das machen wir wahrscheinlich nicht, oder? Drugstore. Ha! Ich kann bei Rot gehen. Jetzt keine Aktionsmöglichkeit. So, schauen wir mal. Was soll ich testen? Alice läuft darüber. Warum? Schauen wir mal, was sich hier tut. Kann ich nicht durchgehen? Soll mich an Alice halten? Ah, der setzt sich hier hin. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Ein geheimer Tippgeber. WR600. Komm mit, Alice. Ah, die beiden scheinen eine recht innige Gemeinschaft aufzubauen. Gehen ja Hand in Hand. Und suchen jetzt gemeinsam nach einer Lösung. Mich wundert ein bisschen, dass Alice über ihren Vater kein Wort verliert, also nicht ein einziges. Und das ist ein bisschen seltsam. Okay. Wieder einer der typischen Hinweise, also Lenkung durch Sprache. Wir suchen jetzt eine Drahtschere. Ja, super. Ist in dem Drugstore eine. Wir haben was übersehen. Also hier ist auf jeden Fall Schluss. Komm, kehren wir um. Das mag ich im Übrigen nicht so, wenn die Hinweise, also wenn man tatsächlich kein Adventure oder kein Rätselspiel spielt und die Hinweise so schwierig zu interpretieren sind, dass man nicht genau weiß, was das Spiel von einem will. Aber wir probieren mal hier in dem Drugstore. Vielleicht haben wir was übersehen. Okay. Hier scheint also wirklich nichts zu sein. Gut, dann muss die Schere woanders liegen. Aber ich werde jetzt nicht in diesem Hotel um Hilfe fragen. Wir probieren jetzt erstmal noch die andere Version auf der anderen Straßenseite aus.
Okay. Verlassenes Auto. Die Quicktime-Events nehmen zu. Bin ich persönlich nicht so begeistert davon. Im Moment geht es noch. Ich hoffe nicht, dass wirklich wichtige Entscheidungen dann an einem Quicktime-Event scheitern. Okay. Was haben wir da? Na, sieh an. Eine Drahtschere. Sehr schön. Jetzt haben wir uns die Lösungsmöglichkeit eröffnet. Jetzt schauen wir mal doch schnell hin an dem Auto, was es ist. Ob wir damit irgendwie was anfangen könnten. Naja. Auf das Auto habe ich irgendwie keine Lust. Sieht nicht so sicher aus. Probieren wir noch mal die letzte Option. Ja, und Alice redet immer noch nicht. Auch das Viertel hier soll saniert werden. So. Aktion Drahtschere. 1. Lang drücken, häufig drücken. Was ist jetzt zu tun? Ah, okay. Lang drücken. Hoch drücken und durch. Alles in Ordnung? Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. So. Alles noch durchlassen. Aber die Reaktionen sind schon arg menschlich, die hier gezeigt werden. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Kara wird wirklich langsam sehr, sehr fürsorglich. Und Alice scheint ihr mehr verbunden zu sein als ihrem Vater. Okay, das können wir nicht öffnen. Ja. So, probieren wir doch mal reinzugehen. Das ist wieder so, wo man im Spiel sofort riskiert und tut. Jetzt ist Alice weg. Ja, halt! Super. Was machst du denn? Besucher. Rev mag Besucher nicht. Grässlich. Sie verletzt Rev. Was war ich? Sie ist doch nur ein Kind. Sie wird dir nichts tun. Nur ein Kind? Sie ist nicht nur ein Kind. Und was heißt das schon? Vielleicht wird sie mal verletzen. Was die Menschen dir auch angetan haben, sie hatte nichts damit zu tun. Alle Menschen sind gemein. Doch Ralph lässt nicht zu, dass sie ihm wieder wehtun. Nein, nein, das werden sie nicht. Da, ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Besucher sind gefährlich. Das tun sie mit Ralph. Oh, der ist aber übel zugerichtet. Ja. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir wollen dir bestimmt nichts tun. Du hast mein Wort. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun.
Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wieder fangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph, tut euch nichts. Also in echt würde ich wirklich gehen. Es ist nur für eine Nacht. Und zu dem Auto gehen. Na kommt. Aber es ist ja nur ein Spiel. Hier lang. Mal schauen, ob das gut geht. Ralph lebt hier, seit er weggelaufen ist. Ralph geht nie nach draußen. Keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Komm. Komm schon. Ja, man hat dann doch Respekt und scannt vorher nochmal, bevor man... Ey Gott, ich würde hier nie reingehen. Ah, oh, ist das schön. Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Okay, also die Leuchte, LED-Leuchte wieder blau. Aber er hat's tun. Was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. In der Logik dieser Welt. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. So. Dann machen wir erstmal Feuer. Schau mal hier. Ah, okay. Das sind ganz schön viele Einblendungen auf einmal. Wie praktisch. Finde etwas Papier. Papier, ne, das wird wohl hier liegen, oder? Okay, ja, das sieht doch gut aus. Okay, jetzt bauen wir ein Bett für Alice. Die sich hier am Feuer wärmt. Leg dich schlafen. Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß seine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß es nicht, Alice. Ein sehr eigenwilliger Dialog. Ja, ich verspreche es natürlich. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Interessant ist, wenn ein Spiel, das nur dadurch vorangetrieben wird, dass man Auswahloptionen hat, an einem zentralen Punkt, an dem man faktisch auf eine zwischenmenschliche Beziehung hingeführt wird, keine Auswahloption mehr lässt. Also der Dialog mit Alice war jetzt
Also ich finde es von ihm sehr eigenwillig, als ihr Vater ist gerade gestorben. Also nee, anders. Kara hat ihn getötet. Und jetzt schlaf schön. Und mich irritiert ein bisschen dieses mit anderen oder dass die anderen Mädchen schlaf gut, Alice. Dass er nicht so geliebt, sie nicht so geliebt worden ist wie die anderen Mädchen. Wer sind denn die anderen Mädchen? So, schauen wir uns mal noch um. Okay, da ist Ralph. Ach, der große Gott. Okay. RA9. Was heißt denn das? Was? Die Symbole. Warum malst du sie? Ich weiß nicht. Na, das ist keine gute Ausgangslage. Ich weiß nicht. Aber er schreibt RA9, auch unterschiedliche Schrifttypen, ganz klare in der Cyberlife Sans. Und die tatsächlich von der Qualität der Konturen her deutlich abnehmen. RA9. Ach, und da I am alive. Also wie bei Ortiz im Haus. I am alive, RA9, I am alive. Wer oder was ist RA9? Ich habe so eine Idee in Bezug auf die Prototypennummern, also auf die Typenschilder der Androiden. Die bestehen immer jeweils aus zwei Buchstaben und einer Ziffer, einer dreiteiligen. Das ist wie bei einer IP, müssen Sie wissen. Also eine IP hat zu einem Schluss drei Ziffern. Und mehr oder weniger gibt man mit einer Ziffer nach dem letzten Punkt in der Regel den DNS-Server oder die Range an, in der bestimmte IPs platziert sind. Jetzt könnte man sagen, diese einzelnen Modelle, die wir hier haben, sind in dieser Range, also von 1 bis 999 zum Beispiel. Und RA9 ist faktisch dieser Prototyp, auf den mehr oder weniger von dem, der zu allen Zugang hat. Wir sehen auch, die Nummern sind aufsteigend. Connor ist ein 800er, Kara ist ein relativ früher mit 400er Kennung. Und RA9 wäre halt tatsächlich eine Stufe drüber. RA9. Aber diese Idee mit der Range, IP-Range, das gefällt mir. Also das. Dass vielleicht diese Androiden, dass es hier eine Service-Kennung ist. Und wir mit RA9 faktisch einen Typen haben, der sie lenkt und der sie steuert. Legen wir uns hier nicht auf den Stuhl. Warum auch? Ach, Kara. Okay. Also sehr ominös das Verhältnis zu Alice und auch Alice ist sehr ominös hier. Sie spricht sofort, wenn Kara verletzt ist oder wenn es Kara nicht gut geht, dann fängt Alice sofort an zu sprechen. Das war auch im Haus schon zu beobachten. Platz. Ja, ein Großteil der, die
Großer Teil hat sich entschlossen, über die Hälfte im Haus zu schlafen. Und natürlich schläft für die meisten, dass Carol bei Alice schläft. Ja, und wir waren im Haus. Gut. Schauen wir mal direkt weiter, wie es weitergeht. Okay. Ach du große Güte. Markus. Okay. Markus haben wir verlassen, als er angeschossen worden ist durch die Polizei, die in Carls Haus eingedrungen ist, nachdem Markus sie gerufen hat und auf ihn wurde geschossen. Und er sieht nicht gut aus. Wir scheinen hier auf so einer Art Schrottplatz oder Friedhof zu sein. Also seine Tiere und Pumpe, also faktisch sein Herz, ist defekt. Das Bein scheint ihm zu fehlen. Also die linke und die rechte Beinkomponente fehlen. So. Das Auge ist die optische Einheit. Ist beschädigt. Und der Audioprozessor, ach, das erklärt den Geräuschpegel gerade im Moment. Ja, was für eine Szene. Die weicht jetzt natürlich tatsächlich von den bisher gezeigten Bildern deutlich ab. Und das ist tatsächlich jetzt dystopisch in den ganzen filmischen Traditionen, die sich mit Androiden auseinandersetzen. Da haben wir eine kompatible Beinkomponente. Auch musikalisch erinnert das natürlich an Dystopien wie Terminator und vor allen Dingen an die ganze Cyberpunk-Tradition. Der vierte Audioprozessor ist tatsächlich sehr gemein umgesetzt. Ich spiele ja gerade mit Kopfhörern, also das heißt, es hat wirklich Tinnitus-Anmutung. Rechte Beinkomponente ist nicht kompatibel. Überall noch. Achtung jetzt, was das Spiel einen hinlenkt. Halblebendige Androiden, also natürlich halb funktionstüchtige. Also man muss sich das hier schon klar machen, dass man hier auf einem Schrottplatz für Technik ist. Tatsächlich einem Schrottplatz, eben kein Friedhof. Nee, den kann ich nicht ansprechen. Orientierung fällt extrem schwer. Um Gottes Willen. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Finde Jericho! Oh. Ich hoffe mal, dass die Information für mich richtig und wichtig war. Jericho. Gut.
Ähnliche Benamungstraditionen haben wir natürlich auch in der Matrix, das heißt Bezeichnungen mit biblisch oder in der Bibel markierten Orten, also biblischen Orten. Und Jericho, ach. Ich hasse solche Szenen. Also mit biblisch konnotierten Orten. Was in Matrix nichts geholfen hat. Ich hoffe mal, dass das hier anders aussieht. Okay. Optische Einheit. Tiefenpumpe und Audioprozessor. Das heißt, ich darf jetzt hier Androiden ausschlachten. Ja, macht aber auch kein Federlesen hier. Auch unkompatibel. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauert hier. Oh. Und immer wieder solche Schockmomente. Ja, das muss wohl in dem Spiel heutzutage drin sein. Immer so eine Sequenz, in der man den Spieler nochmal richtig erschreckt. Mit so einer leichten Horrorkomponente. Ich warte eigentlich noch auf so Gruppen von Untoten, obwohl wir jetzt hier mit den Händen schon sehr nah dran waren. Nicht töten. Bringt es einfach nicht übers Herz. Und auch hier hat man wieder gesehen, die Lenkung und Manipulation durch Sprache, es geht hier im Wesentlichen um An- und Abschalten. Es geht nicht um Leben lassen oder Töten, sondern um An- und Abschalten. Und durch die permanente Verwendung von, jetzt sage ich es einfach mal, Verben, die in anderen Frames vor allen Dingen nur für Humanoide oder lebende Lebewesen vorgesehen sind, wird man hier permanent so getriggert und so geprimed, dass man faktisch nach und nach sich überhaupt nicht mehr darüber wundert, dass man hier mehr oder weniger mit Androiden spielt, also mit Technik, sondern dass man sich selbst konzeptuell vermenschlicht. Da ist Sprache ein wichtiger Bestandteil für diese Inszenierung, abgesehen davon hier, dass man hier erschreckt wird, Angst hat, verletzt ist und in einer absolut erbärmlichen Lage sich befindet, so dass man Mitleid hat und Empathie mit sich, mit der Figur, mit den Figuren, die man sonst hier sieht. Halt, da ist was. Ah, das ist so schwer, sich hier zu orientieren. Das ist... Was haben wir da? Inkompatibel. Hm. Da. Also was nicht ganz so gut funktioniert in diesem Spiel, ist die Lenkung durch das Blicks, also ob man da was Besonderes sehen könnte. Auch hier weiß ich nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Ich versuche eine erbarmungswürdige Kreatur den Hang nach oben zu klettern. Komm schon nach oben. Ja, natürlich nicht. Ich muss erst die beschädigten Teile ersetzen. Hier wiederum wird auf die Maschine hingewiesen. Also ich muss die beschädigten Teile ersetzen. Während, wenn ich mich bei anderen entscheiden muss, ob sie leben oder sterben dürfen, geht es um Leben und Töten. Sehr gut gemacht, was diese zwei unterschiedlichen sprachlichen Ebenen angeht. Und dass man sie entweder als Technik konzeptualisiert oder als Menschen. Jetzt ersetzen wir unser Herz
die Tyrium-Pumpe. Und dann können wir uns vielleicht bewegen. Gehen fort damit. Also wie, auf welcher Art die Androiden wann, wie sich bewegen und gerade noch erhalten. Glaube ich, hat so einige Logiklöcher, aber sei es drum. So, jetzt haben wir die Tiere und Pumpe. Jetzt können wir uns bewegen. Aber sehen kann ich noch nichts. Und hören ist auch schwierig. Ah, der Audioprozessor. Da ist er. Oh je. Ja. Das war eine Inszenierung. Das war eine Inszenierung. Diese Gehörlosigkeit. Ein Akt der Barmherzigkeit. Und man entscheidet das relativ spontan. Also die Sprache, die Gestik und Mimik in diesem Spiel ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, sodass man so eine Entscheidung relativ schnell treffen kann. Und auch trifft. Was haben wir hier? Ah, endlich. Das Auge. Hallo. Ich bin ein AK-700-Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Was kann ich für Sie tun? Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das CyberLife-Wartungscenter. Okay, Markus. Ja, das ist natürlich stellvertretend der letzte Akt für die Befreiung. Also der Tod und das Wiederauferstehen. Die einsetzende Musik jetzt im Hintergrund. Ja. Ist gut gemacht. Auch wenn es natürlich ein klassisches Motiv ist und wenig überraschend. Aber hier befreit sich gerade. Na, hoffentlich. Vielleicht. Der Revolutionsführer. Also ich bin mir nicht sicher, in welcher Relation er zu RA9 steht. Ja. Hier klingen jetzt natürlich alle Bilder durch. Revolutionismus, Sklavenbefreiung, Unterdrückung, werden auch schon so Konzepte, die ja durchdekliniert worden sind in der letzten Folge mit Connor, mit dem Meister, wir werden ihre Meister sein und so weiter. Das sind natürlich alles Begriffe, die man aus dem Kontext der Sklaverei in den Vereinigten Staaten kennt. Und hier wird natürlich jetzt jedes Klischee und jedes Stereotyp und jedes Narrativ bedient.
entfernt sich das die leuchtende LED wie Kara und ist frei. Ja, von den Toten zurückgekehrt. Eine typische Geschichte, eine typische Wiedergeburtsgeschichte, die hier entworfen wird. Der Charakter heißt auch noch Marcus. Ich will das hier nicht überbetonen, der auf dem Weg nach Jericho ist. Also man könnte auch weniger Topoi einsetzen, um zu zeigen, worum es hier geht. Also wir haben hier eine Geschichte vor uns, eine Erzählung, die einen Propheten vorstellt. Das ist schlussendlich das, was hier passiert. Und ich bin gespannt, ob sich diese Vermutung bestätigt. Ich rechne sehr stark damit, dass Markus derjenige sein wird, der die Androiden in den Widerstand führt. Ob das so sein wird oder nicht, das werden wir sehen. Ich mache für heute an dieser Stelle erstmal Schluss und hoffe, dass ich die nächste Folge schneller nachschieben kann als die jetzige. Das hat fast eine Woche gedauert. Und hoffe, Sie sind mit dabei, wenn wir dann in den achten Teil des Let's Plays gehen. Bis dahin, einen schönen Abend.